3, 2, 1. Here we go! Der Luftkurort Gas am Kamp in Niederösterreich, bekannt durch Willi Dungels Gesundheitstourismus Ende der 1990er Jahre, wurde dieser Tage zum Kulturzentrum weltweiter Falco-Fans. Im Zeitbrücke-Museum, einem der 10 ältesten niederösterreichischen Gemeindemuseen, findet noch bis Ende September die Ausstellung Falco in Gas statt. Zur Eröffnung am 2. Juli konnte Museumsleiter Magister Anton Ehrenberger über 100 Gäste begrüßen und erklärte, wie es zur Ausstellung gekommen ist. Herzlich willkommen. Es ist schon lange Zeit her, dass wir in so einem großen Forum eine Ausstellung eröffnet haben. Begonnen hat eigentlich diese ganze Falco-Überlegung vor 3 Jahren. Aufgrund eines Zeitungsberichts über die Ausstellung Falco in Gas im Theatermuseum Hannover kontaktierte Magister Ehrenberger den dortigen Museumsleiter Dr. Niemann. Die Frage, was macht ihr mit den Bildern der Falco-Villa vom Wiener Fotografen Nico Havranek, beantwortete dieser folgendermaßen. Naja, wandert ins Archiv. Nach einigen Verhandlungen war es dann so weit, dass Herr Niemann seinen Chauffeur nach Gas geschickt hat mit sämtlichen Bildern und im Museumsdepot mal gelagert hat. Ein Kurierartikel einer Journalistin mit Gaser Wurzeln gab schließlich den Ausschlag, eine Falco-Ausstellung zu den Bildern ins Leben zu rufen. Im Zeitungsartikel beschreibt Julia Gschmeidler Havraneks Bilder der Falco-Villa und lieferte einige Anekdoten und Geschichten über das private Leben Hans Hölzels in Gas. Die tolle Idee war dann, jetzt zu diesen Bildern eigentlich Falco direkt nach Gas zu holen, mit den Zeitzeugen, die Falco persönlich kannten, mit ihm zu tun hatten, persönliche Kontakte hatten. Herzlich hier, willkommen in Gardas am Kamp in der Wahlheimat von Hans Hölzel alias Falco. Nach der Begrüßung durch den Kurator und Gestalter der Veranstaltung, Rudolf Winkelhofer, der rund 200 Arbeitsstunden in die Realisierung der gesamten Sonderausstellung investiert hat, folgt ein musikalisches Rahmenprogramm, das einen Querschnitt der Falco-Songs, interpretiert vom Gaser Christoph Grassler, zeigte. Einfach der Versuch, das nachzusingen, ist so faszinierend und sehr schwer. Meinte der Neo-Falco-Interpret nach seiner gelungenen Bühnenpremiere mit nur kurzer Vorlaufzeit. Ja, der Rudi ist dann irgendwann auf mich zugekommen, vor kurzer Zeit, also vor 3 Wochen. Und jetzt haben wir das über die Bühne gebracht und das war sehr, sehr faszinierend und für mich auch ein großer Lerneffekt, weil da sehr viel Aufwand dahinter steckt. Ein Aufwand, der sich bei der Choreografie zum Song Genie bemerkbar machte. Die Tänzerinnen Sabine Henschel, Naima Grassler und Zoe Anita Edelmeier studierten eine extra Intro für Falcos damaligen Skandalhit ein und begeisterten damit das anwesende Premierenpublikum. Man muss den Künstler begreifen und nicht nachmachen, hat Rudi Winkelhofer bei den Proben seinem Falco-Darsteller mit auf den Weg gegeben. Alles klar, Herr Kommissar. Christoph, bitte, du bist Falco. Du bist immer der Christoph. Wenn du auf der Bühne stehst, bist du Falco. Aber du musst ihn kennenlernen. Und wenn du ihn kennenlernst, wenn du zwischen den Zeilen lesen kannst, dann lässt du uns am Ende und dann kannst du ihn auch darstellen. Rudi Winkelhofer fand, ob der verständlichen Bedecktheit der Gaser Bevölkerung, dennoch einige Zeitzeugen, die das eine oder andere Schmankerl aus dem Privatleben Hans Hölzels zu erzählen wissen. Es ist mir eine besondere Freude, auch jetzt ein paar Zeitzeugen zu mir auf die Bühne zu bitten. Und sie werden euch ein bisschen was erzählen, was sie mit Hans Hölzel bzw. mit Falco erlebt haben. Im Gasthaus Galbrunner hat Hans Hölzel, wie viele andere Dunkelgäste, die Palatschinken der berühmten Frau Haag kennen und lieben gelernt.
Und wisst ihr, an diesem Abend viel los, die hat gewohnt beim Dunkel. Um 10 Uhr läutet das Telefon beim Pepe und sagt: Pepe, ich hätte jetzt einen Guster auf Palatschinken. Hat der Galli gesagt: Schau mal beim Fenster runter, Kirtag ist, ich stehe hinter der Schank, es ist unheimlich viel los, ich habe Arbeit da. Er hat gesagt: Aber Pepe, ich hätte so einen Guster drauf. Heute kriegst du deine Patschinken nicht. Du musst morgen kommen, heute kriegst du das nicht. Jetzt sind wir gesessen, im Gasthaus drinnen, steigt draußen ein Mann aus dem Auto heraus, geht in das Lokal herein, wie er bei der Tür hereinkommt, sagt eine Salzburger Freundin: Hörst, der schaut ja aus wie der Falco. Haben wir gesagt: Das ist der Falco. Falco war wiederum von meinen Weinen sehr begeistert. Ich durfte ihm einige Male Weine in seine Flieder liefern. Sein Spruch war: Seppalo, bring mir ein gutes Weinerl. Er war immer ein netter, freundlicher Gast, der sich auch mit anderen Gästen unterhielt. Keine Spur von Arroganz oder Hochnäsigkeit. Die ganzen Zeitzeugen, sie wollten ihn als Hans Hölzel und nicht als Falco. Anne Gref arbeitete damals in Willy Dungels Biotrainingszentrum, wo sie Hans Hölzel das erste Mal kennenlernte. Er war Gast, ich Personal, er war präpotent, ich hab mir's nicht gefallen lassen. Einfach so, ich hab ihm ziemlich harsch dann gesagt, was ich von seinem Charakter halt. Das war nicht sehr nobel. Und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt bin ich 2 Monate gerade einmal beim Dunkel, wenn er sich beschweren geht. Es war mir eine Freude, aber dann gehe ich halt heim. Was soll's? Er hat sich nicht beschwert und hat dann 3 Firmen gebeten um ein Gespräch, weil er ist eigentlich nicht so. Da habe ich gesagt, na gut, dann reden wir halt. Und dann haben wir wirklich über Gott und die Welt und alle seine Sorgen, Nöte, tralala, uns unterhalten ziemlich lang. Und ab diesem Tag war es eine Freundschaft, geprägt von Ehrlichkeit, Augenhöhe. Und da ist nichts drüber gegangen. Er hat Vertrauen gefasst, weil er gemerkt hat, ich will eigentlich nichts von Herrn. Und für uns war er einfach ein Freund, ein Nachbar, ein Weggefährte. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich den Weg ein kurzes Stück mit ihm gehabt, der von meiner Familie und ich. Und wir werden ihn nie vergessen. In einem Exklusivinterview für Falconet versucht Kurator Rudolf Winkelhofer die Frage zu beantworten, warum es bis heute keine Falco-Ausstellung in Gas am Kamp gegeben hat. Ich will Hans Hölzel als Mensch sehen. Ja? Nicht als Falco, nicht als diese Figur, die in den Medien dargestellt wird, nicht als diesen Superstar. Von Wien habe ich gefragt: Ja bitte, ihr habt so den Falco in Gas gehabt, warum bitte macht es denn ihr da nicht eine Ausstellung? Macht es ein Museum, macht es irgendwas? Ja, alle Fragen. Weil der Hans Hölzel, Falco, ein Mitbürger war. Wir sind da jetzt im Museum und wir haben ja den Franz von Suppé und wir haben das und wir haben das und wir haben Berühmte. Warum gerade ist der ausgelassen worden? Das war nicht absichtlich. Und das war auch nie beabsichtigt. Aber ich glaube, es hat sich einfach noch niemand wirklich Gedanken gemacht, so etwas zu machen. Wollen wir doch sein Andenken wahren, in unserem Herzen wahren. Und ich glaube, das ist der Grund, warum eigentlich bis jetzt noch nichts in diese Richtung, 25 Jahre, wie auch immer, keine richtige Ausstellung. So schön wie nie. Und bis ans Ende aller Tage sind wir so hoch wie nie. Du bist die Antwort wieder. Dann wirst du schön wie sie.
sehen, oder wie? Skandal, Schlagzeile.